Eine witzige Version von einer der besten und bekanntesten Opern Mozarts zum Mitsingen für das Publikum und erzählt auf typisch österreichisch. Das Passion Artists Ensemble sorgte für Unterhaltung auf bestem Niveau. Figaro. Figaro, Figaro, dieses schändliche Stück vom Beaumarchais. Adelige, die Kammerzofen verführen. Ich bitte Sie. Natürlich tun Sie das, aber das kann man doch nicht sagen. Also wir versuchen immer wieder, Oper mehr verständlich für breiteres Publikum zu machen. Also laut unserem Prinzip, Oper soll nicht nur zum Opernhäuser gehören, nicht nur zu einem engen Kennerkreis, sondern zu allen Menschen. Darum immer wieder präsentieren wir das Oper erzählt auf typisch österreichisch. Wir haben immer einen Schauspieler, der das einfach super in Dialekt, diesmal in wienerischer Dialekt, erzählt. Mein Wolfgang war ein Genie, ja, ja. Schon als Kind war er berühmt und ich wusste, eines Tages wird ihm die ganze Welt zu Füßen liegen. Oper ist meine Leidenschaft, ist auch Leidenschaft von allen Künstlern, die mit uns singen. Und wir möchten diese Leidenschaft mit dem Publikum teilen. Drum, jede Oper kann einfach mehr verständlich, also mehr nah Publikum präsentiert werden. Die Passion Artists ist also eine sensationelle Gruppe. Sie machen wirklich ihr Hobby zur Leidenschaft. Sie singen hervorragend. Sie tragen das auch an das Publikum weiter und natürlich auch an junge Künstler, damit also diese Art der Musik, Oper und Operette wirklich weitergetragen wird. Wie wichtig ist Ihnen denn Kultur in Wiener Neudorf? Naja, sehr. Also wir definieren uns natürlich über die Vereine und natürlich auch über Kultur. Ich denke mal, wir haben mit dem Freizeitzentrum einen der schönsten Kulturräume im Bezirk und wollen das natürlich auch forcieren und mehr bespielen. Die heutige Vorstellung ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Tolles. Oper ist was ganz, ganz Tolles. Werdet ihr denn noch spielen? Morgen werden wir in Wien spielen, im Rahmen Festival der Bezirke, also in Ottakring, Straßenkunstfest. Wir werden wirklich ganz nah zum Publikum kommen. Und dann am 20. Juni haben wir noch eine Vorstellung im 3. Bezirk. Ja.